Heute ist Tag des freien Wissens. Und Action. Und Action. Wir feiern heute 15-jähriges Bestehen von Wikimedia Deutschland. Der Verein wurde im Jahr 2004 gegründet als Gesellschaft zur Förderung freien Wissens. Und wir blicken zurück auf die letzten 15 Jahre und blicken aber auch nach vorne, wie es mit freiem Wissen weitergeht. Wir haben diesen Tag des freien Wissens deswegen ins Leben gerufen, damit wir Menschen erklären können, was Wikimedia ist und was Wikimedia macht. Wikimedia Deutschland hat die Rolle, freies Wissen in der Gesellschaft zu verankern und die Idee und Ideale, die hinter freiem Wissen stecken, zu fördern und zu verbreiten. Ja, ich bin heute zum Tag des freien Wissens von Wikimedia Deutschland gekommen, weil das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, sich zu informieren, was der Verein macht, was das mit Wikipedia zu tun hat. Ich interessiere mich für Wikipedia, ich finde das Projekt toll. Letztes Jahr wurde ich Mitglied. Ich benutze Wikipedia fast jeden Tag. Ich mache hauptsächlich deshalb mit, weil ich einfach ein großer Besserwisser bin und mein Wissen auch mit der Welt teilen möchte. Man kann als mündiger Bürger nur wirklich agieren, wenn man Zugang zu freiem Wissen hat, was möglichst auch von vielen Leuten kreiert worden ist. Freies Wissen ermächtigt. Wissen lebt ja, das ist ja keine Konstante. Und da müssen wir uns alle einbringen, sonst ist es nicht das Wissen, das uns allen auch gehört. Gemeinsam, das wissen wir mehr.